Hey da draußen, was geht ab? Ich bin's Martin von Männlichkeit stärken und du hast jetzt schon einiges über das Thema Männlichkeit leben gelesen, den vier Schritten dahin. Schritt Nummer 1, erstmal weg von den Frauen, weg von der Weiblichkeit, hin zur Männlichkeit. Schritt 2, also die Verbrüderung mit deinesgleichen, um wieder in Kontakt mit deiner Männlichkeit zu treten, mit dem Kontakt mit deinen männlichen Wurzeln. Schritt 3, dir einen Mentor zu suchen, der schon das gelebt hat und das erfahren hat, wo du gerne hin möchtest, um von denen das zu erfahren, zu leben, zu hinterfragen, in den Austausch zu gehen, um damit durch den Mentor in den Kontakt mit dir selber auch zu kommen. Und irgendwann Schritt 4, die Abnabelung von deinem Mentor, weil du jetzt dein eigenes Ding also einfach machen willst. Und Schritt 5, damit der Kreis sich sozusagen schließt, die Integration zur Weiblichkeit, also die Rückkehr zur Weiblichkeit. In jeder guten Geschichte ist es so, dass zum Schluss der Geschichte bekommt der Held die Frau. Das ist nicht grundlos so, sondern dahinter steckt immer ein metaphorischer Prozess. Ja, und diesen Prozess habe ich versucht, in diesen 5 Schritten relativ kurz und knackig darzustellen. Das heißt, vorher warst du abhängig von, also Liebe zur Frau, und hast deswegen vielleicht dich in deinem Job überfordert und keine Ahnung, was alles gemacht. Auf jeden Fall war dein Leben halt beschissen. In aller Regel, um halt Liebe zu bekommen von anderen Menschen, von deinem Chef, von wem auch immer. Und die Schritte dienten dazu, eben den Schritt daraus zu gehen, davon wegzukommen und mehr in Kontakt mit dir selber zu treten. Durch zum Beispiel andere Männer, durch herzoffene Freundschaften, aber eben auch durch einen Mentor. Ja, das heißt, es geht vor allem darum, in den Kontakt mit dir selber zu treten, Liebe aus dir selber herauszuschaffen und im 5. Schritt der Weiblichkeit, also der anderen Polarität, wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Ihr jetzt auf Augenhöhe zu begegnen. Weil du bist jetzt nicht mehr der saugende Bettler, der nach Liebe bettelt vom anderen Geschlecht, was viele Menschen machen, nach Liebe betteln. Aber Liebe kannst nur du aus dir selber heraus erzeugen. Und dafür dienen diese 5 Schritte. Das heißt also jetzt die Integration ins Weibliche, die Rückkehr zum Weiblichen und die Liebe zur wirklichen Weiblichkeit aus einem souveräneren Augenhöhe, aus einer Augenhöhe, aus einem auf gleicher Ebene stehen und sich begegnen. Weil ich glaube, nur so kann in meinen Augen tatsächliche Liebe stattfinden, auf Augenhöhe. Ich weiß, dass diese 5 Schritte enorm runtergebrochen sind. Da fehlt zum Beispiel das Thema der Isolation, also sich komplett aus der Gemeinschaft rauszuziehen, um wirklich in den Kontakt mit sich selber zu gehen. Häufig passiert das im Kontakt mit dem Mentor. Ja. Genauso aber auch die Herausforderung ist auch, habe ich jetzt nicht weiter beschrieben. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, was ich auf wesentliche Grundbestandteile zum Thema Männlichkeit leben runtergebrochen habe. Und deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn einige meinen, das fehlt noch einiges, das ist mir sehr wohl bewusst, aber darüber werden Bücher gefüllt. Darüber hinaus möchte ich dich auch darauf aufmerksam machen, dass selbstverständlich diese Schrittfolge niemals oder in den seltensten Fällen so 1:1:1 tatsächlich passiert. Da kann es zum Beispiel sein, dass ein Mentor in dein Leben auftaucht und von dem bist du so fasziniert, dass quasi er dich aus zum Beispiel den Frauenkreis rauszieht und er dich in einen Männerkreis hineinbringt. So war es bei mir der Fall. Es kann aber auch sein, dass du in einen Männerkreis hineingerätst, dort einem Mentor begegnest und danach dich aus dem Frauenkreis rausziehst. Verknotungen und Überlappungen, ja. Das musst du nicht 1:1 so einhalten, aber diese Bestandteile, die sind sehr integral und die sind wichtig für den Prozess, der in dir stattfindet. Es geht nämlich darum, in Kontakt mit dir selber zu kommen, um herauszufinden, was ist dein Ding? Was bin ich? Wer bin ich? Was ist meine Männlichkeit? Was ist mein Lebensweg? Was ist meine Mission? Und womit fühle ich mich glücklich? Ganz einfach. Wie fühle ich mich aus mir heraus glücklich? Denn das bedeutet in meinen Augen Männlichkeit leben. Die Dinge zu machen, die dich glücklich machen, die dich erfüllen, die dir Spaß bereiten und bereit zu sein, diesen Weg konsequent zu gehen.
Ich hoffe, der Artikel hat dir gefallen. Du hast ein bisschen was mitnehmen können. Würde mich freuen, wenn du ihn likest bzw. deinen Freunden teilst. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao.